Das Haare schneiden ist so ein bisschen wie Zeichnen, wie Malen, wie ein Gemälde. Künstler. Ja, man, mir macht das Spaß. Wir schneiden hier wieder etwas schmäler, ne? Aber dass wieder der Hinterkopf wieder schön sitzt hier. Genau. Wir machen das schon. Das geht wie immer. Ein ganz normaler Tag im Salon La Raya in Reutlingen. Viele, die hierher kommen, sind Stammkunden. So wie Martha Köster, die sich schon seit Jahrzehnten von Roberto La Raya die Haare schneiden lässt. Mal durchklappen, dann habe ich Abschied genommen. Ich werde mich zusammenreißen müssen, dass ich nicht heule. Glaube ich. Ja. Auch die Gespräche spiegeln das. Roberto mag seine Kundschaft einfach. Wir verstehen uns schon ganz gut. Und das ist natürlich, wenn man so lange schon sich kennt, dann erzählt man sich natürlich einiges so, ne? Wie es beim Friseur halt auch. Wenn man sich so lange kennt, das ist nicht bei jedem so, ne? Aber du hast da so ein Vertrauensverhältnis doch zu vielen gegenseitig, ne? Auch eigene. Ob es Krankheiten manchmal sind, ne? Oder Familie. Oder Familie, genau. Und natürlich Freude und Leid, gell? Freude und Leid, ja. Gehört irgendwie auch dazu, gell? Das ist, ja. Beides, Freude und Leid, genau, ja, genau. Roberto hat selbst eine sehr schwere Krankheit überstanden. Auch wenn man ihm das nicht anmerkt. Aber seinen Beruf würde er nie aufgeben. Also es ist schon. Deswegen bin ich auch Friseur geworden, muss ich ehrlich sagen. Das macht mir auch Spaß. Also jemand, wo nicht kommunikativ ist, ich glaube, der ist in dem Job nicht gut aufgehoben. Also, wir machen es gut. Dankeschön. Okay. Und so entspannt kommunikativ wie der Chef ist auch die Stimmung im Salon. Aber in erster Linie geht es natürlich um die Frisur. Die muss sitzen. Wunderbar. Vielen Dank. Danke. So, Frau Köster, bitteschön. Hinterköpfle ist wieder da. Der Salon ist mitten in Downtown Reutlingen. Schon seit den 60er Jahren, als er noch von Robertos Vater betrieben wurde. Die Familie hat bis heute mehrere Salons. Überhaupt wird Familie großgeschrieben bei den La Rayas. Manchmal ist der Salon fast wie ein Wohnzimmer. Die Großmutter von Mitarbeiter Ozan Türk bringt türkisches Gebäck für alle vorbei. Ganz selbstverständlich. Roberto legt Wert auf Teamgeist. Im Salon sind jedes Jahr neue Azubis und lernen vom Maestro persönlich die besten Techniken der Branche. Schutz habe ich ja schon drauf. Man kann es natürlich auch so machen. Ich zeige es dir nochmal. Und dann von oben und ihn sich ein bisschen verdrehen, siehst du? Es ist mir noch nie so leicht gefallen, junge Leute, das mit dem Lockeneisen und so weiter zu erklären, wie zurzeit, weil da hilft Instagram und Co. mit vielen Tutorials und so weiter. Hallo. Hallo. Grüß dich. Ja. Machen wir noch einmal kurz die Haare ein bisschen kürzer, sind zu lang. Ja, das wäre schön. Ja, Robertos Bruder Ernesto hat so viele Haare wie er. Vier Brüder aus einer Friseurdynastie ohne Frisuren. Ernesto wäre auch fast Friseur geworden, angeblich. Ja, ich durfte aber nicht, weil irgendwann sind die Salons ausgegangen. Dafür hat sein Zwillingsbruder einen übernommen. Und wie oft hören wir uns an, gerade er und ich, der Ernesto und ich, Mensch, warum habt ihr alle keine Haare mehr? Und euer Vater hat bis ins hohe Alter immer volles Haar gehabt. Ja, mein Vater hat halt ein Toupet getragen. Ne? Und sehr gut, es hat aber so, es muss so gut gewesen sein, dass es keiner gemerkt hat. Ne? Sensationell. Mensch, sie Armer. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Wir haben genug Selbstbewusstsein. Roberto? Ja. So, ist es soweit? Bekomme ich meinen Bart geschnitten von dir? Roberto mit seiner Frau Katja in ihrem Tübinger Salon. Katja ist die Beste. Also sie kann mit meinem Bart am besten umgehen. Und da ich hier oben nichts mehr habe oder wenig habe, ist es natürlich umso wichtiger,
was hier stattfindet. Und mittwochs ist immer Zeit dafür. Aber sie macht's halt auch super. Ja, dann so kurz ist, freue ich mich. Die Rollen sind klar. Roberto macht die Verwaltung, Katja das Handwerkliche. Und das finde ich eine gute Aufteilung, weil ich doch lieber gerne Haare schneide. Ja, ich schneide auch lieber gerne Haare, so ist nicht. Die beiden haben sich bei internationalen Friseurmeisterschaften kennen und lieben gelernt. Katja ist für Roberto sogar in den Süden gezogen. Friseurvorurteile gab es auch ein paar. Die beim Bäcker fragt immer, ja, gell, aber der Roberto Laraia, der ist doch nicht so auf Frauen orientiert. Doch. Ja gut, ich war halt langhaarig, ne, und viele Ketten, Schmuck, tralala. Damals gewann Roberto eine Meisterschaft nach der anderen. Und auf einem dieser Wettbewerbe traf der schicke junge Friseur eben das Modell eines anderen Friseurs. Katja, heute seine Frau. Die beiden sind seit langen Jahren ein super Team durch dick und dünn. Aber natürlich denken sie beide noch gerne an diese Zeiten zurück. Als Modell habe ich halt Geld dafür bekommen und durfte durch die Welt tingeln. Und das war natürlich halt klasse, ne? Und jedes Wochenende halt woanders. Also von Berlin über Tübingen, Tokio. Also das war natürlich halt schon toll so als junges Mädel. Ja, halt den Kopf hinhalten, was lernen und dafür auch noch Geld bekommen. Der Tübinger Salon ist am Rande der Altstadt. In der Universitätsstadt kommt auch viel internationale Kundschaft zu Katja und Roberto. Direkt aus Rom. Vicino alla Fontana di Trevi. Oh, bellissimo. Adesso cominciamo a sognare. Und natürlich auch die alten Tübinger Stammkunden, wie Albert Eder. Herr Eder kenne ich auch schon ewig. Ja, ewig kann man schon sagen. Bin ja noch gekommen, wo sein Vater noch tätig war. Ah, okay. Ja gut, aber das muss ja schon wirklich, also ich bin jetzt... Ja, das sind gute 50 Jahre. Ja. Das, glaube ich, spürt man bei uns. Also ich denke, das merkt jeder Kunde, der hier auch zum ersten Mal ist, dass das bei uns absolut groß geschrieben wird. Und eben nicht diese Shishi, ah, der ist jetzt 5-mal Weltmeister, oh, da traue ich mich da überhaupt rein, sind die zu arrogant oder ist es zu elitär? Da lege ich äußersten Wert drauf, dass das bei uns menschlich und ehrlich und natürlich zugeht. Roberto und Katja strahlen das aus, Zwanglosigkeit. Und so werden aus Kunden schon auch mal Freunde, sogar mit kulinarischen Vorzügen. Das ist natürlich Service, ja? Meine lieben Kunden bringen mir auch noch was zum Mittagessen. Zur Stärkung. Seit Robertos Krankheit macht das Metzger Truffner. Als ich diese schwere Krankheit hatte, diese Operation, die da aus dem Nichts kam und uns alle überrascht hat, als ich dann oben in der Klinik lag, dann kam eines Tages der Herr Truffner und hat mir etwas Feinkost von sich aus der Feinkosttheke gebracht, von der Metzgerei Truffner. Ja. Heute schmunzeln sie darüber. Aber damals war es spitz auf Knopf. Roberto hatte einen Riss der Hauptschlagader. Tatsächlich, also 9 von 10 schaffen das nicht. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Ja. Schnappt einen immer wieder. Roberto hat sich zurückgekämpft. Und das freut seine treuen Kunden und sein Team. Und vor allem Katja. Roberto macht an seinem freien Tag was für seine Gesundheit. Sein Physiotherapeut Ben hat ihm nach seiner schweren Krankheit dabei geholfen, wieder auf die Beine zu kommen. Roberto hat den Riss seiner Hauptschlagader der Aorta nur knapp überlebt. Er hat sein Leben geändert. Trotzdem ist das Handy immer dabei. Lass die Mama verabreden. Roberto hat Narben davon getragen, innerlich und äußerlich. Jawohl. Wenn ich weiß, wo die Aorta läuft und wo ich arbeite, kann da nichts passieren. Ich
übt keinen direkten Druck aus. Wir können zusammenfassen, wenn man weiß, was man tut, ist es nicht gefährlich. Ja, ja, der kennt sich sehr gut aus. Roberto erkennt inzwischen selbst, was ihm nicht gut tut und wo er vorsichtig sein muss. Das ist gut. Genau das ist der Grund, warum damals meine Aorta ja auch gerissen ist. Ich habe Warnsignale überhaupt nicht gehört. 6-5 Tage gearbeitet, Wochenende nach Seoul geflogen oder nach USA, Las Vegas, hab Jury, hab Wettbewerbe gemacht, hab bei Weltmeisterschaften gearbeitet, weil ich das nicht als Arbeit empfinde. Und aber dein Körper empfindet es als Arbeit, ja? Aber du nicht, ja, dein Kopf. Weil für mich macht es Spaß, weil ich mit gestörten und verrückten Friseuren zusammen sein kann und mit außergewöhnlichen Friseuren und weil ich so viel mitnehme, weil mich das inspiriert. Das ist mein Hobby auch. Ne? Wenn du mal Champions League Spieler bist, dann willst du nicht mehr Kreisklasse C spielen, außer du bist 80 Jahre alt, ja? Und kannst es körperlich nicht mehr. Aber ich kann das noch. Ich kann den Beruf und ohne jetzt mich besonders loben zu wollen, ich gehöre zum besten Friseuren der Erde. Und das willst du dann auch. Da musst du aber auch was tun, dass du auf diesem Niveau bleibst. Samstagmittag wird das Handy ausgemacht und erst wieder Montag eingeschaltet. Das möchte ich sehen. Am Montag ist schon wieder Vorstandssitzung in Stuttgart. Und dann geht es am freien Tag schon wieder weiter. Verabredungen per Handy. Okay, ich zieh mich jetzt um und dann komme ich zu euch. Hallöchen. Das ist mein Bruder jetzt. Für mich einer der besten Friseure der Welt. Und ich kenne mich aus. Ich habe die Welt gesehen. Gucken Sie mal, wie der mit der Schere umgeht. Ein Virtuose. Bei schönen Haaren geht das auch. Aber gerade vorhin hat er gesagt, er sei der beste Friseur der Welt. Ja, bei der Friseure ist es halt so. Das habe ich auch bei vor anderen gesagt. Ja. Guck mal, das ist jetzt meine liebe Mama. Ja? Hallo. Ja? Hallo. Und das ist die Birgit, das ist die Frau von Claudio. Ja? Also meine Schwägerin. Und überall die Pokale von Friseurmeisterschaften. Familie Laraya ist eine wahre Friseurdynastie. Und dann nimmt Roberto seine Mutter mit. Wie jeden Freitag. Zum Mittagessen im Restaurant der Verwandtschaft. Also auch Familie, ne? Typisch italienisch, ne? Kennen Sie natürlich diese Generation, ne? Die sind zusammen, haben Sie hier den Aufschwung mitgemacht, ne? Oder wir sehen da hinten, da ist ein bisschen ruhiger. Ja. Ja? Ist gerade Salat, aber ohne Pasta geht bei den Italienern nicht. Man muss da immer Pasta mitgebracht haben. Wieder dabei das Handy. Ja. Also steht, ne? Dann haltet das fest, ja? Alles klar? Ciao. Aber dann Dolce Vita. Einfach mal bei der Verwandtschaft das italienische Lebensgefühl genießen. Auch das hat Roberto erst mit seiner Erkrankung gelernt. Deine Jahre werden immer wertvoller. Ja, aber gut, aber jetzt ist da. Guck mal, wir genießen. Also, genau. Lasst uns genießen. Und jeden Tag mitnehmen wir schön. Fertig. So läuft es schön. Das war ein Riesenschock, ja, das muss ich ehrlich sagen. Das war furchtbar. Jeden Tag hoffentlich überlebt mein Sohn. Es ist ja immer schlimm, wenn ich praktisch die Eltern ins Grab von den Kindern gut müssen. Aber ich denke, vielleicht hat mein Sohn auch den eisernen Willen, den ich auch habe. Und ich bin dankbar. Wirklich dankbar. So wie Roberto auch. Für die wirklich großen Dinge im Leben. Familie. Zusammenhalt, Gesundheit. Und jeden Tag genießen, als wäre es der letzte. Roberto auf der Bühne bei den Landesmeisterschaften der Friseure in Stuttgart. Der Nachwuchs präsentiert die neuesten Frisuren vor Fachpublikum. Unter den interessierten Friseuren natürlich auch Robertos gesamtes Team aus Tübingen und Reutlingen. Roberto ist in der Jury und überreicht die Preise. Sommerparty für eine Grillparty. Dankeschön. Ja, Francesca, was für ein Jahr für dich, ja? Im Herbst, letzten Herbst, wurde sie in Erfurt Bundessiegerin der besten Gesellen dieses Jahr. Und jetzt hier noch den Landesmeister obendrauf. Was will man sagen? Tolles Vorbild.
Eine schöne Aufgabe für Roberto, aber auch anstrengend. Er ist schließlich gesundheitlich angeschlagen. Klar, mit den Scheinwerfern nicht immer. Kann man besser aussehen, sagen wir es mal so. Aber mir geht's gut. Es war heute Morgen mal ein bisschen schwierig. Ja? Der Start, ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Dann haben wir die Proben gehabt und alles. Und da war irgendwas mit dem Kreislauf nicht. Aber jetzt alles wieder gut. Man macht sich dann ein bisschen Sorgen, ja. Natürlich macht sich auch seine Frau Katja Sorgen und schaut nach ihm. Ja klar, natürlich. Ne? Und ich habe jetzt gesehen, er hatte Durst und wahrscheinlich hat er hinten nichts zu trinken gehabt. Und logisch, klar. Nein, deswegen. Fürsorgliche Frau. Genau, habe ich gerade gesagt, komm jetzt auch was trinken. Es sind ja ständig irgendwelche Gespräche, die er trotzdem hat. Deswegen, ja, viel Chancen habe ich da nicht. Morgen Abend wieder. Auch dabei Robertos Mitarbeiter Ozan, der selbst noch einen Auftritt hat. Aber zuerst feiert der Verband seinen 70. Geburtstag. Und auch da muss Roberto natürlich dabei sein. Eine Vorführung jagt die andere. Keine Zeit zum Durchatmen. Aber auch die Begeisterung für den Friseurberuf kommt rüber. Und da ist mein Ozan. Ne? Ich möchte es natürlich auch weitergeben. Ne? Und er wird auch in den Salon einsteigen. Er hält mittlerweile selber Seminare ab, um anderen etwas beizubringen. Und da bin ich natürlich unheimlich stolz drauf. Ne? Im Vorbereitungsraum entstehen die ausgefallensten Kreationen. Hier ist auch Robertos Ozan dabei, sein Modell vorzubereiten. Er hat schon bei ihm gelernt. Der große Vorteil, wenn du das alles schon vorbereitest, dann kannst du es einfach nur so ordentlich rausnehmen und fertig. Der Hingucker. Ozans Halfter. Wie ein Cowboy mit Scheren. Tatsächlich habe ich den, da ist mein erstes Lehrlingsgehalt draufgegangen. Den habe ich mir damals machen lassen. Das ist echt cool. Der ist handgemacht, also vom Schuster dann auch selber. Und ist halt gerade für so Events oder auch allgemein immer relativ schön. Das kannst du mal viel damit machen. Ozan Türk ist nicht nur Friseurmeister. Er bringt das gewisse Etwas mit. Und profitiert natürlich von den ganzen Verbindungen seines Chefs Roberto. Modelle für solche Veranstaltungen findet er so leicht. Ist ja auch für junge Leute, finde ich, ja auch immer vorteilhaft. Sie kriegen ja dann den kostenlosen Haarschnitt, den schönen Event. Und ich habe ihn heute auch gefragt, wie er es gefunden hat. Und ich glaube, ja, ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und macht auch Spaß, hier zu sein. Deswegen, man genießt es richtig und es ist immer ein cooler Einblick. Mit Live-Haare schneiden vor Publikum. Gut, dass Ozan viel Erfahrung darin hat und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Außerdem schneidet er außer Konkurrenz als stellvertretender Kreativdirektor des Fachverbands. Roberto hat mit ihm seinen potenziellen Nachfolger ganz klar im Auge. Nicht nur, weil er so gut Haare schneidet. Ja, guck mal, wie nett. Fährt sogar noch ein bisschen, dass die Ladies nicht ausrutschen gleich mit den hohen Schuhen. Kevin, ich darf dir wieder ein bisschen Form reinbringen in deinem Bart. Ja? Genau. Okay. Ozan Türk ist der Sohn eines Freundes von Chef Roberto Larraya. Dass einfach wieder schön sauber aussieht. Ja? Genau. Und sein designierter Nachfolger im Salon. Ich bin hier als kleiner Stöpsel reingelaufen zum Haare schneiden. Bin dann irgendwann mal hierher gekommen und habe meine Lehre angefangen. Und jetzt habe ich meinen Meistertitel gemacht und habe dann auch noch die Möglichkeit oder auch die Ehre, dann quasi das dann auch so weiter zu übernehmen. Bärte sind sein Spezialgebiet. Ein Bart ist ja auch ein Accessoire im Gesicht. Und mit dem Bart kannst du ja auch viele Gesichtszüge und auch viele Gesichtsmerkmale auch ausgleichen und betonen. Deswegen ist es auch immer wichtig. Bartschneiden ist nicht nur einmal drüber mähen und fertig, sondern auch wirklich professionell dann auch ranzugehen und ihm zu ermitteln, was steht ihm denn vom Gesicht her. Mit dem Rasiermesser umzugehen, ist eine Frage der Technik. Und eine Frage des Vertrauens in den Friseur. Kevin Zoom hat das definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Also ich vertraue da außer 100% meinem Bart an. Ich habe auch mal meinen Bart verkackt, habe ihn angerufen, hey Ossan, hast du vielleicht kurz Zeit? Und er hat ihn dann auch wieder gerettet. Und so können Traditionen aufgebaut werden. So kann Kevin jetzt noch die nächsten 30 Jahre zu mir kommen. Und im besten Fall kommen dann die Kinder von Kevin noch zu mir. Und so ist ja der Sinn und Zweck, warum man das sich dann auch nachher aufbaut. Währenddessen ist Chef Roberto oben im Salon und geht einer seiner Leidenschaften nach. Dann machen wir heute eine leichte Hochsteckfrisur für dich, dass du heute Abend zu deiner Party gehen kannst. Ja, natürlich, ich liebe natürlich besonders Haare, Abendfrisuren, Hochstecken, all diese Dinge, das sind schon so Steckenpferd von mir. Ne? Das ist, und wenn du heute eine Weltmeisterschaft gewinnen willst, also, dann solltest du das schon gut können, sagen wir es mal so. Und ich habe ja sehr oft die Weltmeisterschaft gewonnen und das war eigentlich immer so meine, also das Hochstecken und aber auch die Haarschnitte waren immer meine Paradedisziplin. Roberto fördert auch die eigenen Azubis wie Lara immer sehr. Sie will schon, ich merke das. Sie hat, wenn das ist, und deswegen manchmal finde ich, das habe ich im Osan auch gesagt, weil er wird ja dann auch immer mehr in die Ausbildung mit eingreifend. Da muss er noch lernen, die Leute noch ein bisschen dahin zu schieben. Das ist manchmal aus Schüchternheit. Und, aber nächstes Jahr 100%. Ich frage nach. Ich will bei dir einen Pokal sehen. Und es schaffen. Ah, ich habe die Banane gemacht, ein bisschen locker hochgesteckt. Gefällt es dir so? Ja, mir gefällt es ja. Ja. Kann die Party gelingen so, ja? Ja. Okay. Also. Auf Wiedersehen, Julia. Ich komme dann später wieder, gell? Das ist der Vorteil der Lage mitten in Reutlingen. In der Mittagspause einmal über die Straße und Roberto ist schon da, wo die Familie ein Second-Hand-Lädchen für Bedürftige betreibt. Gegründet von seiner Mutter, jetzt von seiner Schwägerin übernommen. Hallöchen, das ist meine liebe Schwägerin, die so fleißig ist und hier gute Dinge tut. Man muss doch auch dankbar sein, wenn man in so einer Stadt leben darf, Sicherheit hat. Und dann kann man auch ruhig auch was geben dafür. Elvira Laraya hat diesen Gedanken an die ganze Familie weitergegeben. Roberto lebt danach und hat so ja auch seinen Nachfolger gefunden. Und deswegen, ich bin froh. Das ist wie so, für mich wie ein Kind bekommen zu haben eigentlich dazu, ja, muss man, hört sich jetzt blöd an vielleicht, ich weiß es nicht, ja, aber das tut mir auch gut, ja? Und da bist du auch bereit, alles dafür zu geben und das wird eine geile Geschichte, da bin ich mir ganz sicher. Und ich träume auch schon, dass ich irgendwann mal da oben sitze, einen Kaffee hier trinke und voller Stolz schaue, wow, geil, wie toll es läuft, ja? Ja, werd mein Bestes tun. Roberto Laraya und sein Team. Einmal Haare schön bitter.